Hallo meine Lieben, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Und zwar zu Ostern habe ich euch für heute einen Teig, aber zwei verschiedene Variationen mitgebracht. Und zwar einmal ein Osterzopf, der gefüllt ist, das erzähle ich euch gleich, und dann ein Osterbrot. Ich möchte direkt mal schon mal mit den Zutaten anfangen, damit wir schon anfangen, unseren Teig. Der muss ja noch ein bisschen hochgehen, etwas ruhen. Und dann erzähle ich auch noch kleine Details für euch. Also, am Anfang für den Teig brauchen wir, hier habe ich schon mal, nur um das zu erklären, insgesamt brauche ich für dieses Rezept 550 bis 580 Gramm lauwarme Milch. Hier habe ich mir schon 100 Gramm rausgenommen und habe schon meine frische Hefe zum Ruhen und Gehen mal schon mal hier fertig gemacht. So, das ist schon mal eine Seite. Danach geht es weiter. Hier habe ich 1200 Gramm Mehl abgesiebt, hier habe ich zwei Eier, hier habe ich 4 Esslöffel Rapsöl, zimmerwarme Butter, 250 Gramm, hier habe ich meinen Zucker, dann etwas Abrieb von einer Viertelzitrone, bitte Bio-Zitrone nehmen, da habe ich dann etwas Backpulver, Salz und Vanillezucker. Das sind die Zutaten, wie eben gesagt, für den Grundteig, für den Zopf und das Osterbrot. Und das sind die Zutaten für den Osterzopf. Ich nehme heute gemahlene Haselnüsse, geraspelte Schokoblättchen, Zimt und Zucker, und die Mandelplättchen sind zum Dekorieren für oben drauf. Und zu den gemahlenen Haselnüssen, da erzähle ich euch nachher noch was dazu. So, jetzt fange ich schon mal an. Erstmal natürlich mit meinem Grundteig. Dazu nehme ich die Eier, das Rapsöl. Wie gesagt, esse immer die flüssigen Zutaten. Meine lauwarme Milch. Dann nehme ich schon mal, jetzt fange ich schon mal an mit dem Zucker, weil der löst sich ja dann auch schön auf, weil die Milch ist ja lauwarm. Hier habe ich meine Butter. Mein Kameramann sagt immer, ich soll nicht klopfen. So, aber ich muss jetzt mal ganz kurz klopfen. Da habe ich meinen Salz, meinen Zitronenabrieb, meinen Vanillenzucker. Und das Backpulver kommt dann gleich mit dem Mehl. Und beim Mehl passe ich ja immer auf, dass ich immer das nach, auch wenn ich es abgewogen habe und alles, dass ich das immer nacheinander hinzufüge. So, jetzt läuft sie. Ich gebe jetzt nacheinander mein Mehl rein. Zeitgleich auch jetzt mein Backpulver, damit es schön fluktuiert. Also meine Lieben, ihr könnt das natürlich gerne mit der Hand kneten. Bei mir ist das ein Problem ein bisschen, wenn ich etwas größeren Teig knete. Ich habe nämlich zwei Schnappfinger. Vielleicht kennt ihr der eine oder das andere nicht. Und wenn ich dann lange knete, dann bleiben meine Finger einfach so gekrümmt da. Muss natürlich operiert werden. Aber vielleicht kennt ihr das ja auch, Schnappfinger. Oder wisst, was man außer OPs noch dazu machen kann. Vielleicht habt ihr eine Idee und könnt mir ja dann einfach ruhig schreiben. Eventuell müssen wir da vielleicht noch ein bisschen Mehl dazugeben, aber wir warten erstmal ab und schauen mal, was mit unserem Teig gleich passiert. So, jetzt ist unser Teig schon mal sehr, sehr geschmeidigt. Und diesen leckeren, fluffigen Teig, den teile ich jetzt durch zwei. So, schaut euch das mal an. Schaut mal. Seht ihr? So, mit etwas Mehl bemehle ich meine Arbeitsplatte und schiebe mein Gerät schon mal ein bisschen nach hinten. Und gleich kommt auch die Jeanette und hilft mir, weil sie wird das Osterbrot machen und ich mache den Osterzopf. Und zum Osterzopf und nüssige Füllungen, da erzähle ich euch auch gleich etwas dazu. So. Schaut mal, da braucht man gar nicht viel zu machen. So, das jetzt durch zwei.
Und dann geht es gleich weiter. Und wenn ihr immer, schaut mal, wenn ihr immer so immer nach unten schiebt den Teig, generell bei so einem Hefeteig, dann habt ihr wirklich so ein paar Schichten immer da drin. Und da wird es noch fluffiger. Liebe Jeanette, danke schön. Hast du schon alles schön vorbereitet? Ja. Also für unser Osterbrot haben wir hier einen, seht ihr, einen runden Backform. Der ist 24 cm. So, den macht jetzt die Jeanette einfach da rein. Du klettest das ja. Und hebst hier für die Dekoration. Wir machen hier so kleine Zöpfchen oben drüber. Okay. Ein bisschen was auf und dann teilst du das da streich. Machst länger Streifchen und dann flechtest du es. Und dann können wir ja gucken, das überlasse ich dir, wie du das dann auf das Brot dekorierst. Okay. Ja? So. Also Jeanette, du kannst entweder drumherum an die Seiten den Zopf oder ja. So quer. Okay. Oder du machst so drei kleine runde Zöpfchen, ja, so wie so ein kleines Nest. Okay. Und verteilst dann. Das kannst du auch, das überlasse ich dir. Okay. Ja? So, das ist dann nachher zum Bestreichen für unseren Zopf und für unser Osterbrot. So, ich möchte was zu Nüssen, gemahlenen Nüssen oder ganzen Nüssen generell was erzählen. Also ich mag das sehr, wenn ich zu Plätzchen oder zu Kuchen oder zum Zopf immer den gemahlenen Nuss oder Walnuss, was auch immer ihr benutzt, ganz kurz bei einer ganz niedrigen Temperatur in eine Teflonpfanne einfach mal kurz anröstet. Warum? Weil in den Nüssen enthält ja sehr viele Öle. Und durch die Hitze entfalten sich dann nochmal die Geschmäcker und die zerlassen, sage ich mal, das eigene Öl. Und dann habt ihr noch einen besseren Geschmack. Also es ist eine Empfehlung, ihr müsst das nicht machen. Ich mache es sehr gerne, nur damit man so ein bisschen kleine Details auch noch dazu lernt. Und dann nachher einfach in den Teig bearbeiten, ja? Generell, wenn ihr auch andere Sachen macht. Besonders bei Plätzchen habt ihr noch intensiveren Geschmack. Eine kleine Empfehlung von mir. So, also ich schüttle hier noch mal kurz an diesen Haselnüsschen, schalte es mal ganz kurz hoch auf 7 und fange aber schon mal mit meinen Schokoraspeln an. Wie gesagt, ihr könnt gerne Sultaninen, Rosinchen oder Trockenobst dazu nehmen, das ist euch überlassen. Gebe ich schon mal meine Schokoraspeln langsam rein und vermische das gleich, das Ganze. Also das wird in den Teig verarbeitet, zumindest bei mir, in meinem Rezept. So. Dann lasse ich das nämlich so 2 Minuten noch mal kurz ruhen. Bei diesem Teig ist immer Ruhen und Ruhen und Ruhen sehr wichtig. Hier habe ich Zimtzucker. Das verarbeite ich auch. So. Mache noch mal so ein bisschen was auf. Ich liebe Zimt sehr. Viele mögen ja Rosinen nicht, habe ich jetzt in Erfahrung gebracht. Einer meiner Kinder auch absolut nicht, aber ich liebe Rosinen, Zimt. Also ich liebe eigentlich alles, was mit Essen zu tun hat. Ich habe das Problem, wenn ich Hefezopf mache, dann zum Schluss nach dem Backen habe ich das Gefühl, dass es nicht so fluffig ist. Genau. Also weißt du da auch noch was du achtest? Und zwar, wenn du so einen Teig machst, nicht direkt anschneiden. Okay. Du musst das erst abkühlen lassen, weil wenn du das schneidest, dann kommen diese Schichten aufeinander und das fluffige Das setzt sich so aneinander wie so ein ganzer Klumpen. Deswegen auch bei so einem Teig. Und noch eine Empfehlung, damit der Teig auch gut aufgeht,
immer von unten eine Hitze geben. Ein Hefeteig braucht Ruhe. Okay. Ruhe und diese Liebe dazu, dann geht er auch auf. Gut. Falls er nicht aufgeht, machst du einfach so etwas um die 40 Grad Wasserbad, ja? Ja. Und lässt es einfach von unten, nicht komplett bedeckt. Und dann siehst du, dann geht dein Teig auf. So. Und Jeanette, weißt du, warum ich das jetzt so 2-3 Minuten nochmal so in sich gehen, ruhen lasse? Dann kommen die Geschmäcke, dann arbeitet der schon hier innen drin und das zersetzt sich dann alles in den Teig, ja? Also das Osterbrot ruhen wir jetzt. Ich mache gerade meinen Haselnuss-Füllung-Ecke fertig. Der war noch nicht ganz fertig, weil ich habe hier jetzt nochmal die Haselnuss reingearbeitet. So, jetzt flechte ich einen Zopf. Und flechte alle drei Geschmäcker zusammen. Ihr kennt das bestimmt von der Normal. Das heißt, entweder macht man nur Rosinen oder nur Schokolade oder nur Haselnuss. Ich habe mir gedacht, Bilge, machst du mal was anderes. Und wenn der so aufplatzt oder so, das macht gar nichts. Dann gibt es noch mehr tolle Schichten. Unser Hefezopf wird 35 Minuten bei 175 Grad gebacken. Danach stellt ihr das runter auf 160 Grad und backt es nochmal für 15 Minuten. Unter- und Oberhitze. Und noch ein kleiner Tipp, erst bitte mindestens 4-5 Stunden abkühlen lassen und dann anschneiden. Den Zopf, den geflochten, den lasse ich jetzt nochmal eine halbe bis eine Dreiviertelstunde ruhen. Bestreiche das Ganze erst vorher mit meinem Ei. Also ich nehme nicht direkt immer Eigelb, weil ich das immer zu schade finde, das Eiweiß wegzuschmeißen. Also ich nehme ein komplettes Ei und streue gleich auch meine Mandeln drüber. So an den Seiten würde ich auch immer machen, weil wenn der jetzt hochgeht, dann habt ihr keinen Ei da drauf und dann sieht es nur oben aus und der Teig unten ist dann weiß. So, das Ganze nochmal. So, jetzt nehme ich mal meine Mandelsplitter. Viel Mandelsplitter. So, meine Lieben, am Ende unseres Osterzopf-Osterbrot-Videos, aber ich muss euch noch dazu was sagen. Und zwar, ich habe das jetzt geschnitten, es ist sehr warm, aber im Normalfall lässt ihr das wirklich ganz, ganz viel abkühlen. Mindestens 4-5 Stunden und dann anschneiden, ja? Das ist nochmal so eine kleine Empfehlung von mir. Also, ich hoffe, euch hat das gefallen. Das ist mal ein bisschen anderes Rezept, als ihr das gewohnt seid. Mit Rapsöl und Backpulver. Ich hoffe, ihr backt es nach und schreibt mir. Ich wünsche euch frohe Ostern, Gesundheit, viel Eiersuche mit Familie, Kinder und Enkel. Eure Bilge. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.